Hier sehen wir eine der Frauenstatuetten aus Nebra, in einer Fundstelle gelegen in Sachsen-Anhalt. Diese Figürchen sind auch um die 15.000 Jahre alt und datieren in die Epoche des Magdalénien hier in Mitteleuropa. Es gibt mehrere solcher Statuetten aus Deutschland, und zwar von den Fundplätzen beispielsweise Gönnersdorf und Andernach im Mittelrhein oder auch dem Petersfels in Baden-Württemberg gelegen und eben auch aus Nebra und Oelknitz in Ostdeutschland. Und diese Figuren hier stehen wirklich ganz am Ende der Tradition der Darstellung der Frauenfiguren. Sie sind ganz abstrakt gestaltet. Diese Figuren sind zum Teil oder größtenteils sogar ohne Brüste dargestellt, und nur aufgrund solcher Funde wie hier zu sehen, von solchen Figürchen mit Brüsten, können wir sicher davon ausgehen, dass es sich hier bei diesen abstrakten Formen, diesem Stab mit hervorspringendem Gesäß, um Frauenfigurinen handelt. Zumeist sind sie aus Elfenbein hergestellt in den östlichen Fundstellen, aber vom Mittelrhein kennen wir sie auch gefertigt aus Schiefer, und in Südwestdeutschland wurden solche Figurinen aus Gagat, also fossilem Holz, hergestellt und geschnitzt. Das ist ein übergreifendes Phänomen hierzulande. In Russland wiederum werden die Frauen zwar auch stilisiert dargestellt, wie im Beispiel von Elisevici gesehen, allerdings kennen wir fast keine weiblichen Darstellungen mehr. Das werden sehr viel weniger mit der Zeit, es ebbt ab. Wir befinden uns eben auch in einer völlig anderen Epoche als zuvor. Und aus Frankreich kennen wir nur noch ein Beispiel, die Venus Impudique. Das ist übrigens der namengebende Fund für die sogenannten Venusfigurinen. Ist eigentlich auf einen Witz zurückzuführen. Marquis de Vibray, der Finder dieser Statuette, hatte sie, weil sie ganz schmal ist und eigentlich als Frauenfigur überhaupt nicht mit Aphrodite oder der römischen Venus gleichzusetzen ist, Venus genannt. Und dieser Begriff Venus setzte sich dann im Folgenden für Frauenfiguren durch. Und heutzutage hat er aber sicherlich auch seine Berechtigung, wenn wir uns diese frauenfülligen Frauenstatuetten aus der Zeit vor 25.000 Jahren vor heute betrachten, die durchaus auch im Rahmen von Fruchtbarkeitssymbolen zu betrachten sind. Aber natürlich nicht nur eine einzige Deutungsweise ist sicherlich nicht zulässig, sondern es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Figuren zu erklären.